Hallo und herzlich willkommen bei den Brick Freaks. Heute wieder Dachstudio Schweiz bei 29,8 Grad. Tipptopp, wunderbar, um euch heute diesen ja sensationellen Kaugummi-Automaten vorzustellen von Pantasi. Hier ist die Originalverpackung, die Originalbox. Die Firma Pantasi oder Pantasi, wie auch immer, aus ihrer Retro-Collection, die 85016, die Gumball Machine. Über die Teileanzahl schweigt sich Pantasi gerne aus, aber es sind knapp über 800. Ja, was haben wir hier noch auf der Box? Die Rückseite mit allerlei Impressionen. Wir haben hier wirklich lustige Gadgets. In diesen Kugeln sind ganz kleine Figürchen und ganz kleine Spielzeuge drin. Das ist wunderbar. Das ist hier abgebildet. Und natürlich noch ja, ein kleines Easter Egg Inside. Das zeige ich euch jetzt mal noch nicht. Aber hier natürlich Go Bricks Inside und Pet Printed Bricks. Das ist doch eine Sensation. Hier ist noch die Altersangabe 6+. Nun ja, mit Unterstützung vielleicht. Oben ist es vielleicht ein bisschen schwierig mit dieser Glaskugel. Aber baut doch zusammen, dann seht ihr das schon, ob das funktioniert. Kosten tut das wunderbare Set 64 Franken bei Brick & Bricks. Onlinehandel meiner Wahl, wenn es hier in der Schweiz um Glemmbausteine geht. Und ja, Markus von Brick & Bricks ist auch der Sponsor des heutigen Sets. Vielen Dank dafür. Yo, das zur Einleitung. Ich verrate euch noch was, eine kleine Überraschung am Schluss, ganz am Schluss vom Video. Bleibt mal dran, weil ich werde nach diesem Video erstmal ja, 2 bis 3 Wochen in die Ferien gehen oder Ferien haben. Dann sind die neuen Sets eingetroffen und dann werden wir hier weitermachen. Aber schaut euch die Überraschung am Ende dieser Show an. Ja, jetzt, wie immer bei mir, eine kleine Slideshow mit Bildern vom Aufbau und auch ein paar Bilder vom fertigen Objekt. Zumindest mal die kleinen Figürchen und kleinen Spielsächelchen, die hier in diesen kleinen Kügelchen drin sind, habe ich mal noch detailfotografiert, damit ihr euch das anschauen könnt. Und ja, danach komme ich zurück zur Anleitung und zur ausführlichen Besprechung. Die Meinung zu diesem Ding ist natürlich immer meine eigene. Vielen Dank fürs Zuschauen, schon mal im Voraus, gute Unterhaltung, viel Spaß, bis gleich. Nach dieser schönen Bildstrecke kommen wir doch direkt zur Anleitung von diesem ja, Kaugummi-Automat. Die Gumball Machine von Pantasi aus ihrer Retro Collection. Ein Heft im DIN A4-Format, nicht allzu dick dieses Mal.
Und was erwartet uns? Adults Welcome, tippitoppi, die übliche Bildgeschichte von Pantasi, wie wir vorzugehen haben. Der Teiletrenner wird erklärt, Hinweis auf Social Media und auf die Homepage und dann hier die Bauabschnittübersicht. Wir haben 6 Bauabschnitte. 1 bis 5 ist der Apparatus und Bauabschnitt 6 sind dann die kleinen Figürchen in diesen kleinen Kügelchen. Dann haben wir hier Bauabschnitt 1 und ihr seht, es ist alles wunderbar. Sehr große Darstellung, eine angenehme Anzahl der zu verbauenden Teile. Es ist auch nicht groß fordernd, geht recht einfach von der Hand. Aber hier gibt es wirklich keinerlei Probleme anzumerken, muss ich doch wirklich sagen. Eine Besonderheit gibt es, weiß nicht, warum sie das so gemacht haben, aber bei 129 Schritt 129 ist der Kaugummiautomat zusammengesetzt und dann kommt hier Bauabschnitt 6 und dann fangen die Bauschritte wieder neu an zu zählen. Wir bauen hier diese kleinen Figürchen. Gut. Gehen wir bis zum Schluss. Hier sind sie, die ganzen Figürchen. Die habt ihr ja in der Slideshow schon gesehen. Wir haben ja noch einen Hinweis, dass wenn es mal nicht ganz gut funktioniert, dass wir hier doch ein bisschen an der Maschine wackeln sollen und auch nicht andersrum drehen, weil manchmal verheddern die sich. Das sind halt leichte Gummibällchen. Wenn die vielleicht ein bisschen fester in der Struktur wären, ging es vielleicht ein bisschen besser. Kommen wir im Review dazu. Aber ja, der Hinweis ist da. Nicht verzweifeln, es funktioniert. Dann haben wir hier noch eine kleine Eigenwerbung-Geschichte von den Haufensets, die es von Pantasi mittlerweile schon gibt. Astro Boy in allen verschiedenen Farben, Formen und Arten. Und hier nochmal die Steampunk-Serie, der PC, einige Sachen sind ja hier auf diesem Kanal auch schon vorgestellt worden. Gut, das zur Anleitung. Was haben wir über? Hier brauchten wir einen goldenen Ring, die anderen 3 sind übrig. Das ist halt so ein Blister voll der, schöne rosa Teiletrenner von Pantasi und dann wirklich übersichtlich 1, 2, 3 Sachen übrig. Ja, das war's doch mal zur Anleitung. Dann kommen wir jetzt doch zu diesem schönen Kaugummiautomat. Die Kaugummimaschine von Pantasi. Guckt euch das mal an. Ist es nicht sensationell? Also ich finde schon. Genauso stelle ich mir eine Kaugummimaschine vor. Ich blende mal noch ein Vergleichsfoto ein. Genauso kenne ich die Dinger aus meiner Kindheit und auch hier dieser klasse Drehmechanismus, der Münzeinwurf darf nicht fehlen, alles tipptopp. Ja, der Aufbau. Ihr habt die Fotos gesehen, es ist recht einfach. Es wird hier eine kleine Base gebaut, dann gehen wir hier nach oben. Wir haben hier ein kleines Easter Egg versteckt in dieser Schublade. Dieser Drehmechanismus ist natürlich vorhanden, eine Walze mit einer Öffnung, 180 Grad fällt der Ball raus, tipptopp. Ein Münzeinwurf ist da. Oben natürlich diese große Glaskugel, die Plexiglaskugel, wo aus 2 Hälften zusammengesetzt wird. Die kommen auch einzeln verpackt. Falls hier Fingerabdrücke drauf sind, sind das meine. Natürlich noch ein Deckel zum Öffnen. Den habe ich hier jetzt nicht ganz aufgeprickt, damit ich da noch ein paar Bälle reintun kann. Ja, also wie ich finde, eine super Sache. Die Baulösungen sind hier nicht allzu speziell. Ich meine, wir haben hier, er baut nach oben. Wir haben diese 2 Etagen mit der Walze und mit dieser Schublade. Hier sind es zum Teil modulare, Stats und Side werden da angebracht. Das ist wirklich nicht allzu kompliziert. Man muss vielleicht beim Drücken hier ein bisschen aufpassen, weil es natürlich ein Hohlraum ist in der Mitte. Steinequalität 1A, ich meine, es steht hier auf der Box, Go Bricks Inside, Pet Printed Brick. Diese Ornamentik auf diesen Metallic Silver Elementen ist bedruckt, super Sache. Wir haben noch einen Druck drin. In diesem Easter Egg zeige ich euch gleich und wir haben ja auch 2 Münzen dabei, natürlich zum Einwerfen und auch die sind wunderbar hier bedruckt. Sensationell, die Pantasi Brick Währung. Auffangschale ist dabei, alles super. Ja, Klemmkraft einwandfrei, Pin haben wir hier nicht groß, eine Achse haben wir hier durchgeschoben für den Mechanismus, der recht einfach gelöst ist. Und auch die Farbtreue finde ich hier super gelungen. Ich meine, das Metallic Silver unten, das Metallic Gold, übrigens auch ein recht großer. Ich glaube, es ist ein 2x14 Stein, 2x auf jeder Seite. Und das Rot, das ist wieder dieses Rot, aber es ist ziemlich konsistent, finde ich. Das passt schon alles. Da haben wir also wirklich kaum Abweichung oder gar nicht. Ja, und natürlich die Front einwandfrei. Das Aussehen finde ich super. Ich meine, wie soll so eine Gumball-Maschine aussehen? Genau so. Wir können es jetzt noch messen. Auch hier haben wir die Maße 16, 17 und 36 in der Höhe. Das schauen wir uns doch gleich mal noch an.
Ich komme hier ein bisschen höher, weil ich hier nicht ganz aufgenoppt habe. Und hier unten haben wir natürlich die Auffangschale, die hier noch ein bisschen Platz nimmt. Dann sind es hier die 17, genau. Und hier ohne diese Schale wären es dann die, ja, auf 16 komme ich nicht ganz, aber ich glaube, die Kugel stößt hier, ja, die Kugel ist noch ein bisschen breiter. Mit der Kugel sind es dann die 16. Ja, jetzt wollen wir alle sehen, was ist denn hier eigentlich los. Zunächst zeige ich euch mal den das Easter Egg. Wir können hier die Schublade, diesen Münzeinwurf quasi komplett rausnehmen. Geht wunderbar einfach, ist nur eingelegt. Und dann haben wir hier so einen kleinen Spielwarenladen. Also ich meine, wie klasse ist das denn? Das gibt es ja gar nicht, oder? Hier der Druck, ein kleiner Lastwagen auf der Theke, hier eine kleine Katze, hier nochmal eine Katze. Dieser klassische Automat, wo man mit Greifarm irgendwas ziehen kann. Hier nochmal zwei Autos obendrauf. Und die wirkliche Sensation ist, wenn ihr jetzt diese Münzen reinwerft, die natürlich jetzt keine Funktion im Mechanismus selber haben, ihr könnt auch ohne Münzen drehen, dann fallen die hier rein. Muss ich es gerade halten, dass es auch wirklich stimmt. So, und dann fallen die hier in diese kleine Auffangschale. Auch die zweite. Also, ist es doch wirklich klasse, oder nicht? Gefällt mir absolut super. Tipptopp. Hier ist dann die berühmte Walze. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, machen wir es mal zu. Schauen wir es mal an, wie es mit diesem Münzeinwurf, diesem kleinen Lädchen funktioniert. Es würde quasi also hier eine Münze reingeworfen. Dann drehen wir hier oben nach rechts. Und dann kommt hier auch schon ein Ball raus. Oh, eine Niete. Diesmal hatten wir Pech. Ja, zu den Bällen noch kurz. Ihr habt 24 Stück. Ihr könntet theoretisch auch einen Adventskalender draus machen mit kleinen Sprüchen drin. Oder ein Motivationskalender oder eine Lostrommel oder ich weiß auch nicht, da sind ja kaum Grenzen gesetzt. Ich finde aber die Zahl von 24 wirklich gut gewählt. Das sind hier diese kleinen Plastikbällchen, leichter Druck und dann gehen die auf. Sind ein bisschen biegsam und dann könnt ihr da reintun, was ihr wollt. Hier sind noch Sprüche dabei. Ich habe mir ein Foto drauf gehabt. Kann man es lesen? Ja, es ist nie zu spät, das zu werden, was du immer wolltest. Ich habe die jetzt mal zugelassen. Das sind natürlich so Kalendersprüche, die man auch so kennt. Und in den anderen Kugeln sind hier aber wirklich ganz herzige Figürchen drin. Das habt ihr ja gesehen. Ich habe die extra einzeln fotografiert. Hier zum Beispiel so ein kleiner Pinguin. Top geprickt. Also wirklich mit Druck hier noch die Augen. Eine super Sache. Gefällt mir absolut gut. So, echt wahr. So, jetzt machen wir hier mal eins weiter. Drehen wir nochmal. Jetzt seht ihr, hier oben ist leer, weil die sich halt hier ein bisschen am Rand aufhalten. Dann tun wir hier ein bisschen schütteln, vielleicht nicht so fest, dass uns gleich die ganze Spielwarenladen rausfällt. Und dann ist eine runtergerollt und dann drehen wir hier wieder. Und dann rollt uns hier die nächste raus. Diesmal, ja, eine kleine Nachttischlampe in so einem Bällchen. Also, ist es nicht klasse? Da kann man jetzt also echt nichts dagegen sagen. Das ist eine super, super Idee. Ich nehme mal den Schieber hier raus und dann schauen wir hier, was mit der Kugel passiert, die hier dann einfach unten da durchfällt. Zack, und da ist sie. Diesmal ist es, ja, ein Tannenbaum mit Schnee. Also, ja, wie gesagt, ich bin begeistert. Ich finde es eine super Sache, ein tolles Set. 64 Franken ist ein guter Preis, alles klar, aber es ist wirklich hochwertiges Material, es sind die Gobrix-Steine, es macht einfach nur Spaß. Und das Design ist von Pantasi, da haben sie sich wirklich was überlegt. Ich finde es eine Tip-Top-Sache. Allein schon hier dieser kleine Laden und der Münzeinwurf und dass die Münze dann da hinten liegen bleibt. Also wirklich, wenn die Bälle leer sind, machen wir auf und dann können wir natürlich hier oben voll machen, wenn wir nicht nebendran werfen. Und wie erwähnt, macht doch da rein, was ihr wollt. Von mir aus auch irgendwie Spruch des Tages oder wo geht's nächstes Mal in Ferien oder ich weiß doch nicht. Und dreht ihr so lange, bis das kommt, was ihr wollt, oder ihr habt jeden Tag natürlich einmal die Möglichkeit zu drehen, was auch immer. Ich drehe nochmal. Oh, leider eine Niete. Yo! Das war's zu diesem wunderbaren Kaugummi-Automat, wie ich finde, aus Glambaustein. Das hat wirklich Spaß gemacht und ich kann das Ding einfach nur empfehlen. Auf jeden Fall. Ihr seht jetzt noch als Überraschung, wie ich es angekündigt hatte, in der Begrüßung, ein paar Bilder von den nächsten Sets, die ich hier vorstellen darf. Da hat Markus mir einiges versprochen. Das finde ich ja absolut genial. Yo, Reobrix ist am Start mit abgefahrenen Sachen. Schaut's euch kurz an. Und dann sage ich wie immer, bleibt mir stabil, bleibt mir gesund. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Gregor aus der Schweiz ist raus. Auf Wiederbauen!